Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und zwar heute mal als Killer. Oha. Ihr seht meine erste Runde. Als Fäule. Und das war ja gar nicht mal so doof. Ich müsste dort eigentlich die Palette rausnehmen. Also wir haben zwei Nancys im Spiel, die auch zusammen spielen. Die heißen nämlich beide was mit Vampire, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe zwar nicht im Sturm getroffen, aber ich habe jemanden am Boden. Ich habe schon wieder so lange keinen Killer gespielt. Ich muss tatsächlich sagen, aktuell spiele ich nur für YouTube-Killer. Und generell DBD. Ich würde gern bouncen, aber ich weiß nicht, ob ich hier bouncen kann. Ob ich hier was zum Abprallen finde. Oh, hier war tatsächlich sogar jemand. Ich hätte einfach schlagen müssen. Hat dort jemand gehockt? What the heck? Ich kann halt den Sturm, glaube ich, nicht abbrechen. Wenn ich einmal neu aufgeladen habe. Da ist sie. Was ist mit euch falsch? Ich höre dich nochmal. Ich wollte eigentlich die Claudette, aber wenn ihr euch nicht heilt, dann... Das ist sogar die andere Nancy, gar nicht die, die ich jetzt hatte. Oh, Feng, ich habe dich ja gar nicht gesehen. Oh, jetzt bleibe ich auch noch hängen. Ich trops. Hä? Was war denn das für ein komischer Lag? Oh, sie hat den Jen angefasst, den ich getreten habe. Sie hat jetzt Drachengriff aktiv. Wir haben Spuren. Okay, egal. Wo ist sie? Ich hab sie doch gehört. Da. So, leider schon wieder eine Nancy. Wir treten. Hier war jemand verletzt. Das müsste wahrscheinlich die andere Nancy sein, weil die sind frech.
Nee, es ist die Fang tatsächlich. Draußen der Haken ist wieder frei. Ich könnte sie dort aufhängen. Ich könnte sie auch in den Keller hängen, aber ich bin mal nicht so. Ich bin mal nicht so und ich bin eine Fäule. Und ich müsste eigentlich mal... Toll, jetzt pralle ich hier ab. Also nicht, ich rutsch ab. Ist eigentlich die richtige Aussage. Nancy ist... Wisst ihr, wenn ihr so spielt, ganz ehrlich. Coole Aktion ist es, wenn sie jetzt hier im Schrank hockt. Aber tut sie nicht. Die haben den Haken sabotiert. Nicht schlecht. Hätte auch funktionieren können. Ich sehe sie mit Barbecue. Ich würde jetzt auch gern mal Klödi aufhängen. Die Fang versteckt sich immer ganz gut. Ich weiß nicht, die Fang... Noch einmal hatte ich sie gerade, aber... Am meisten sehe ich tatsächlich die Nancys. Wow, die, weißt du, fängt die Animation an. Die Animation des Grabbelns. Und dann bricht die ab. Egal. Sie müsste tot sein. Die hat geknallt, ne? Überall. Oh Gott. Ist gar nicht so einfach. Man muss quasi im richtigen Winkel irgendwie dagegen dodgen, dass man halt auch abprallt, weil sonst rutschst du einfach nur vorbei. Ich glaube, die sind hier hinten. Wenigstens einen Hit aus dem Sturm habe ich bekommen. So. Wieso sehe ich die denn immer nicht? Ist Barbecue mittlerweile so, dass... Okay, das war halt richtig doof. Hier drin zu chargen bringt gar nichts. Rein theoretisch sehe ich die doch trotzdem über die ganze Map. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich nicht mehr Stacks sammeln kann auf Barbecue. Wir machen mal hier die Palette weg. Die haben die Gens halt gar nicht schlecht gemacht. Jetzt hier gefühlt in jeder Ecke ein. Mithin sind noch zwei. Die müsste ich eigentlich saven. Deswegen gehen wir direkt wieder zum Haken. I know. Babykiller und so. Wir gehen auf Fang. Ich habe übrigens ein Addon mit, dass wenn ich aus dem Sturm heraus jemanden treffe,
dann füllen sich meine... Ich weiß nicht, wie das heißt. Meine Aufladungen quasi. Instant wieder auf. Sie war hier dran. Hier sind auch Spuren. Sie ist hier weggelaufen. Bestimmt im Schrank. Die war gerade eben auch im Schrank. Okay, okay, okay. Ich glaube, Nancy kann auch hängen. Ich werde nicht tunneln. Ich versuche es zumindest. What? Wait. Sie ist hier. Ich höre sie. Was? Ich hab sie gehört. Dann... Ich weiß nicht, ob Nancy sich selbst heilen kann. Oha. Du hast etwas gefunden. Oh, sie sind alle tot am Haken. Dann kommt Fang raus. Ist okay. Ach, schade. Hast du mal geteabaggt? Ja. Oh, ich hätte mir schon den letzten Hit, den hätte ich mir jetzt gegönnt. Sie wäre nicht tot gewesen, aber ich hätte mir... Den Hit hätte ich mir schon gegönnt. So ist jetzt nicht. So. Oh Gott. Es war irgendwie... Auf der einen Seite war es anstrengend, auf der anderen Seite war es eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, die Perks müsste ich nochmal gucken, ob die so die cleversten sind. Ich habe aber nicht so viele gute mit ihm. Ich habe ihn ja quasi gerade erst fertig gelevelt. Ja, meine erste Runde mit der Fäule. Wie findet ihr den Killer? Cool oder nicht so cool? Spielt ihr gerne mit ihm? Spielt ihr gerne gegen ihn? Spielt ihr überhaupt DMD? Okay, genug gequatscht. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge DMD sehr gern wieder oder bei was auch immer hier noch so auf diesem Kanal kommt. Bis dahin. Dankeschön und bleibt gesund. Bye, bye.